Alcoa hat eine neue Handynummer. Aha. Die muss ich ja dann gleich noch abspeichern. Der ist irgendwie auf dem Moped-Treffen, habe ich das Gefühl. Also werden wir den heute hier nicht sehen. Heieieiei, im Stream. Ton aus. So, mein Livestream läuft hier auch. Ja, dann schauen wir mal, wer sich heute hier rein verirrt. Ha! Ganz normal, mein Stream hängt. So. Haben wir denn schon irgendwen da, der mitschreibt? Aktuell 5 Zuschauer. Das Salamin, Hallihallöchen, heute hat es mal pünktlich geschafft. Freut mich. Ui, Dankeschön. Grüß Gott, guten Abend. Tja. Ja. Schönen guten Abend. Oh, dieses Kissen. Christoph, Hallihallöchen. Ach ja. Jo. Zock mal wieder da, wie bestellt und nicht abgeholt. Toni, Hallihallo. Dann hoffen wir heute mal auf rege Beteiligung, damit es nicht so langweilig wird. Besser so? Tja, was haben wir heute so getrieben? Die Pfälzis, Manfred und Doris, hallihallo. Wir haben heute was erledigt. Draußen waren wir. Mehr kann ich allerdings dazu nicht sagen, weil das hier absolut nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Aber wir waren draußen. Haben ein bisschen einkaufen. Draußen einkaufen. Ja, ich meinte eigentlich jetzt was anderes, was wir gemacht haben. Oh. Dann habe ich heute zu viel Aceton geschnüffelt, dass ich wieder Schädelweh habe. Ja, Pierre Probst, guten Abend. Ja, und dann waren wir noch einkaufen. Manu war einkaufen, ich war einkaufen. Dann waren wir nochmal zusammen einkaufen. Ja. Und irgendwann waren wir wieder zu Hause. Ja. Dann hat Manu lecker Steaks rausgebrutzelt in der Pfanne, schön Spargel dazu gemacht, Kartoffelchen geköchelt und das Sauce Hollandaise gemacht. Ja, dann haben wir gegessen. Ja. Das war's heute. Richtig. Mehr haben wir nicht gemacht heute. Halt, ich habe vorher noch ein Nickerchen gemacht von einer Dreiviertelstunde. Mhm. Ja, nächste Video wird dann ein Moped-Schraub-Video wieder sein. Ja. Und dann kommt da ordentliche schönes Grill-Video. Genau. Und dann kommt noch mal ein leckeres Video. Und dann kommen wieder Moped-Shop-Videos. Oh, genau. Silvia, hallihallo. Hallo Silvia. Hallo Pierre Probst. Hallo Toni. Hallo Sala Armin. Christoph. Und Chris Gold. Also irgendwie hat doch der Livestream hier was gegen mich. Warum? Hm?
Ja, weil er immer hängen bleibt. Tja. So, jetzt soll ich mich auch noch selber abonnieren. Oh, von den Lunsern am Lunser-Seminar habe ich auch nichts gehört. Oder nicht viel, vereinzelt ein paar Fotos gesehen, aber das war's dann auch schon. Also braucht ihr mich da auch nicht danach fragen. Das letzte Bild, wo der andere gerade das Schweinerl aufschneidet. Jo. Ja, Sal Amin hab ich mitbekommen. Echt? Ich nicht? Ne, ich war auch zu spät, aber nur gesehen, dass er live war. Oh, ja, einer muss es ja tun, wenn ich nicht da, wenn es ich nicht tue. Das stimmt. Naja. Aber wir haben heute Sachen erledigt, die waren einfach wichtiger. Oder? Ja. Kann man so sagen, ja. Jetzt fange ich mit Kopfschmerzen an. Jetzt fange ich mit Kopfschmerzen an. Nee, ich auch nicht. Armin. Tja. Nicht mitbekommen. Läuft da noch irgendwas im Hintergrund? Wie ich irgendwas gehört habe gerade. Nö. Ach, komisch. Ja, naja. Tja. Hier oben bekommen. Ja, dann schreibt doch mal, was gibt Schönes Neues? Hat irgendjemand was zum Erzählen? Hast du schon die Flöhe? Ja, natürlich. Definitiv. Ganz viele. Die husten nicht bloß, die kotzen schon. Mensch, so genau wollten sie es jetzt auch nicht wissen. Ein wenig angepflanzt. Ui. Was? Zwei Pflanzen? Ah ja, das wäre schön, wenn ich das aussagen könnte. Ich habe was angepflanzt. Ja. Also Gemüse, Tomaten und Gurken und hau mich tot. Weil mit dem anderen Zeug will ich nichts zu tun haben. ja. Der Hobbyschmied, Hallihallöchen. Hallo Hobbyschmied, schönen guten Abend. Jo. So schaut's aus. Und nicht anders. Mhm. Ah, wir haben Besuch. Schwimmt nämlich die ganze Zeit um die Lampe herum. Eieieiei. Spitzpaprika, braune Peperoni, Petersilie und Schnittlauch. Okay. Ja, das mit den Paprika am Pflanzen habe ich irgendwann einmal aufgegeben, weil die Pflanzen erstens zu teuer, wenn man die einkauft, und der Ertrag ja, war nie irgendwie wirklich viel. Hans-Peter Hansen, Hallihallöchen.
Es kann auch sein, dass ich da bei den Pflanzen was falsch gemacht habe. Keine Ahnung. Was? Könnte möglich sein, ja. Ich nichts weiß. Oh. Jo. Aber für morgen habe ich einen schönen Plan. Ich werde Garage aufräumen. Vielleicht. Schon wieder. Wenn ich Lust habe. Ich habe die noch nie aufgeräumt, wirklich. Oh. 7,5 Kilometer runtergegangen. Oh je, mir tut alles weh. Ach. Der Wimmelbildkanal, Hallihallöchen. Und alles andere. Ja. Irgendwie muss da jetzt mal was gehen mit dem Schrebergärtle. Ich drehe echt nur durch. Es ist einfach zum Kotzen. Tja, das stimmt. Ja. Was haben wir sonst zum Verzählen heute? Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, viel zu wenig. Richtig. Außer dass der Eiskaffee wieder lecker ist. Das tröstet uns immer. Irgendwo habe ich letztens sogar Spargel zu meinen Pflanzen gesehen. Ja, habe ich auch sehr erstaunt. Das war das erste Pflanzen. Ja. Das war das erste Mal, dass ich habe gesehen, dass man Spargel kaufen kann zum Einpflanzen. Ja. Hätte ich ja Gärtle gehabt, hätte ich mir den wahrscheinlich sogar noch gekauft. Ist aber ein bisschen kompliziert. Ja. Kompliziert ist alles. Aber es wäre interessant gewesen. Ein interessantes Experiment. Ja, auch nur ein wenig im Kübel. Angepflanzt. Ja, du, im Kübel reicht auch, wenn man das Plätzle hat, um die Kübel draußen hinzustellen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ui, wie mit Bildkanal, das hört sich lecker an. Oh ja, Pilzrahmsoße ist lecker, ja. Dazu. Yummy. Das essen wir auch gerne. Ja. Aber du weißt ja, wer Hackbraten macht, ist zu faul, Fleischpflanze zu formen. Habe ich mal versucht, hat aber leider nicht geklappt. Die Spargelpflanzen gibt es schon lange beim Däner, okay? Ja, zum Däner fahren in Zentrale zum Einkaufen wäre ja für mich eigentlich auch kein Problem. Ist ja nicht weit. Aber es lohnt sich ja nicht. Für was? Warst du da mal mit? Mhm. Auch noch nicht. Ich habe den Hackbraten um einen ganzen Feta-Käse herumgebaut. Hüfteki-Style. Okay. Das ist aber trotzdem lecker. Habe ich auch schon gemacht. Wimmelbildkanal, dann warst du zu faul, einzelne Büftekis zu machen. Jetzt haben wir dich erwischt. Die größte Fleischpflanze in Nordrhein-Westfalen. Ah.
Ja. Habe ich ja nicht weit. Oh, wie heißt denn der andere Gärtner? Komm mal jetzt nicht mit dem Pötschke. Ja. Boah. Online-Versand-Dings da. Ich war mal im Einkaufszentrum bei denen. Okay, gibt es das auch? Ja. Ich weiß, dass ich bloß immer Schrott von denen gekriegt habe. Vorsicht bei Manu, die fäscht sogar Rouladen. Na Drüber. klar. So eine Frechheit hier, ich wollte es gerade was dazu sagen, aber ich hab's. Oh, wie schön. Das Rezept ist wirklich super. Welches Rezept? Was du da gemacht Ach, was hast. ich gemacht habe. Da wächst aber viel Unkraut in den Töpfen. Ja. Okay, oh, Küsschen gibt es heute keine mehr. Felzis, ich hatte vor 3 Jahren Tomaten, Paprika und Chili in Kübeln ausgesät und reichlich geerntet. Nächstes Jahr werde ich mal wieder Tomaten und Paprika aussehen, okay? Alles Bio. Ja, Doris, warum hast du es nicht dieses Jahr gemacht? Ja. Wir wären dann zum Ernten vorbeigekommen. Ja, wenn ich wenigstens ein bisschen Platz hätte, Ja. wo ich ein paar Pflanzkübel hinstellen könnte, das wäre ja schon Gold wert. Und Es wo man wäre sie schon ein einfach Dschungel. gießen kann. Es wäre schon ein Ja. Dschungel draus Wahrscheinlich. geworden. Aber, naja. Eine Oase vor der Haustür. Ja, kenne ich ja woher. Tja. Oh, furchtbar. Komm, ich rufe einen Vermieter an, der soll jetzt gefälligst seinen Balkon hinbauen. Du hast doch eine flache. Hier. Reicht doch zum Pflanzen. Ganz einfach. Mach mal. Ich baue jedes Jahr in Mörtelkübeln an, 90 Liter Kübel, ca. 60 Stück. Der Boden hier ist sehr schlecht. Paprika, Tomaten, Chili, Habanero, Buschbohnen, Kohlrabi, Erbsen und viele Kräuter. Ja, wenn es den Boden abträgst und aufwertest. Und du weißt, was ich meine? Und dir einen schönen Boden damit machst, wäre das nicht einfacher als immer die Kübel? Bei mir steht das Treibhaus und der Gemüsegarten leer. Was soll ich so viel anbauen, wenn ich noch nicht weiß, wann ich auf Reha komme? Immer noch nicht. Oh je, so eine Armin. Ah. Brauche ich sowas? Oh je. Ja.
Alter Lehmboden. Alles Lehmboden hier. Ja. 30 cm findest du Autoreifen und Munition, Bauschutt etc. Oje, oje, oje. Ja. Ich kenne auch ein paar Regionen, da sind auch viele mit Lehmboden. Ja. Nicht so witzig. Oh. Oder Hochbeete bauen. Wenn du da festes Plätzle hast, Hochbeete bauen. Dann brauchen wir auch eine Bücken. Ja, soll auch ganz gut sein. Wieder wachsen neue Reifen. Wachsen neue Reifen. Ja, mit Reifen muss man im Frühjahr sehen. Ja, ich ernte demnächst auch neue Sommerreifen. Die sind mittlerweile auch reif. Ja. Bei mir zurzeit alles scheiße, noch keinen Termin zur Reha bekommen. Und mein Auto nach dem Unfall auch noch im Werkstatt, okay? Eieieiei. Ich kenne Zeit. Da habe ich ja zusätzlich, damit die Tomaten unterm Dach sind, habe ich auch Tomaten in Kübeln angepflanzt. Moment mal. Ich schau mal gerade nach Bildern. Boah. Das muss hier drin sein. Plus aufmachen. Ich schau mal hier rüber, da kann man mitlesen. Genau, die Sommerreifen werden im Winter ausgesät. So schaut's aus. Da ist was grün. Ja. Ey, da habe ich sogar Zucchini im Kübel gehabt. Da habe ich sogar Zucchini im Kübel drin gehabt. Na? Ne wo? Da? Zucchini im Kübel! Die sind sogar gewachsen, ja. Da sind die Tomaten. Verschnürt. Und die brechen sehr gerne ab.
doch schon scheintot. Hä? Das war, glaube ich, die beste Paprika-Ausbeute. Na ja, gut. Lass mal sein, die alten Bilder. Die sind doch schon scheintot. Ja, mittlerweile sind sie komplett tot. Naja. Ja, kenne ich auch. Also meine Frau. Ja, auch normal im Garten muss man immer gießen, wenn es nicht regnet. Also davon bist du nie verschont. Deswegen macht es ja für uns auch keinen Sinn, einen Schrebergarten zu haben, wo man erst einmal 20, 30 Kilometer fahren muss. Das wird dann für uns auch keinen Sinn machen, weil da dann jeden Tag extra zum Gießen hinfahren, wäre Blödfug. Wo ist der Wasche? Steckt der noch im Putzkübel? Bestimmt. Eben. Genau. Und deswegen würde ich, wenn dann einen, ja, sozusagen vor der Tür wollen. Weil Schrebergärtle macht definitiv auch einen Haufen Arbeit, das ist mal klar. Aber das ist eine Arbeit, die täte ich mir gerne wieder an oder täte ich mir gerne antun. Was denn? Was schaust du mich so böse an? Glaubst du, ich bin blöd oder was? Ich habe das schon mitbekommen, dass du irgendwas machst. Ich mach gar nichts. Mm-mm. Bin ganz brav und anständig, wie immer. Ja, genau. Ach, Wimmelbildkanal, Eiskaffee, wie immer. Was denn sonst? Freitags, samstags trinken wir unser Eiskaffee. Mhm. Ein Muss. Mit echtem Vanilleeis, ja. Auf jeden Fall. Ja, echtes Vanilleeis aus dem gekauften Becher. Richtig. Jo, leider geil. Leider geil, ja. Augen drehen momentan. Schlimm. Also wenn es alle ist, will ich uns nicht. Dann wird die nächste Pulle geholt, die nächste Dose. Das wird bei uns nicht alle. Ja, also genügend Vanilleeis in der Gefriere ist Pflicht. Ja. Und ganz viel Sprühsahne. Und ganz viel Kaffee. Jetzt hast du auf eine Idee, ne? Ja, haben wir heute geholt. Ja. Genau. Wenn ich es denn finde, wo du es hin hast. Geradeaus. Ach, das meinst du? Okay. Es ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, aber da haben wir ein geiles Thema gehabt.
so mit alten Sachen und KKG. Wer kennt was noch? Und Leute, heute, wo wir nochmal beim Einkaufen waren, ist es mir tatsächlich über den Weg gelaufen. Karo Kaffee! Ha! Wer kennt's noch? Wer kennt noch den leckeren Karo-Kaffee? Den Getreidekaffee, Weizenkaffee oder was auch immer. Steht auch vegan drauf. Das ist doch mir wurscht. Löslicher Getreidekaffee. Zutaten: Gerste, Gerstenmalz, Chicory, Roggen. Warum ist da dann Weizen abgebildet? Ja, also zufällig an der Kasse, stehen wir an der Kasse beim Norma, dann sage ich zum Mani, zum Manu, da ist er. Dann schaut sie so, was ich überhaupt meine, dann hat sie ihn entdeckt und 2 oder 3 Euro. Und da habe ich gesagt, dafür nimmst du ihn mit. Jo. Ich habe sogar schon Testlied bekommen davon. Von uns Muckifuck. Muckifuck oder Muckefuck? Jo, Karo kenne ich noch, als Fanta noch Bluna hieß. Ja. Und Afrikola Standard war. Raider war noch kein Twix. Genau. Hobbyschmied? Ich bin Veganer. Was ist ein normaler Kaffee? Der ist doch auch vegan. Also, Kaffees Surrogat Extrakt oder so ähnlich. Muckifuck. Der geht sogar mit Milch. Ja, Karo-Kaffee. Habe ich schon so lange nicht mehr getrunken gehabt. Ein bisschen dünn war er heute. Da muss man sich erst einmal rantasten wieder. Was denn? Warum schaust du mich immer so böse an? Ja, Obi Schmidt, ihr habt den auch seit Jahrzehnten nicht mehr getrunken. Deswegen musste der heute mit. Und wenn ich nix, wenn der leer ist und ich sie wieder ein, werde ich wieder einen mitnehmen. Kriegst du nicht überall. Das ist das Problem. Muss man genau gucken. Und nachfragen. Wo ist mein Karo-Kaffee? Am Muckefuck. Muckefuck heißt das, ja richtig. Wusste ich nämlich auch. Habe ich auch noch nie gehört. Ei. Es sollte eigentlich ein Lied werden. Oh. Ist aus der ehemaligen DDR der Standardkaffee, glaube ich. Ne, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat es den bei uns im Westen auch gegeben. Ganz normal Karo-Kaffee. Landkaffee. Früher hat es auch immer Kinderkaffee geheißen. Ja. Kinderkaffee. Koffeinfrei drauf. Echt? Ja. Oh. Warte, hätte da unten noch ein Extrakt. Ach nee, das war Nikotin. Oh.
Sonst gibt es den im Glas, okay? Ja. Kann ich auch noch im Glas. Tja. Ja, aber so genau haben wir ja noch gar nicht danach gesucht in der Läden. Ich gehe mal Pilzsoße starten. Oh, also Wimmelbildkanal fängt jetzt an, Pilzsporen auszusehen. Dass er irgendwann einmal Pilze ernten kann, dass er seine Soße machen kann. Ja, ja, natürlich genießen, extra kräftig. Siehst du, ganz anders, gell? Mhm. Mit Milch. Genießertipp, Milch, nee, da, mit Milch zubereiten. Ja, extra das kräftig. Das steht da hinten drauf. Extra kräftig. Ja. Naja. Überall woanders, gell, steht irgendwas. Ja, auf Winterreifen. Ah. Ja, aber das nächste Mal, wenn wir im Kaufland sind, schauen wir mal direkt danach. Also im Kaufland müsste es den normal schon geben. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich habe nicht geschaut gehabt danach. Das war ja jetzt eigentlich Zufall, dass wir den heute gesehen haben. Das stimmt. Ja, Wimmelbildkanal, aber auf Winterreifen tun die nicht so gut wachsen wie auf Sommerreifen. Weil Sommerreifen sind ein bisschen wärmer. Die haben Heizung. Genau, wenn wir mal einen Schrebergarten haben, dann bauen wir uns eine schöne Solaranlage auf und an die Solaranlage schließen wir dann eine Wärmepumpe an, die was das Gewächshaus beheizt. Das kann man auch machen. Und dann können wir uns im Winter in das Gewächshaus reinflacken, weil es schön warm ist. Nee, funktioniert nicht, glaube ich. Mit einer Wärmepumpe, klar. Ne, wie bei den anderen. Hat auch einen kleinen Ofen im Gewächshaus, in seiner Bude. In Alaska. Hat er doch auch dieses Gewächshaus da gebaut. Mit Wasseranschluss und so. Das der ganzen Jahr über einpflanzen kann und ernten kann. Ja. Ganz komisch. Aber alles selbst gebaut. Ja, irgend so eine Alaska-Serie war das. Ja. Ich glaube, das war mit der Eisenbahn. Ja, genau. Der Eisenbahn-Alaska-Serie. Tja. Leute, mein Eiskaffee ist leer. Meine auch. Das heißt eigentlich, dass wir Feierabend machen können. Außer es wäre jetzt noch was zum Schwätzen, Schwafeln, Plaudern, Labern, Kommentieren oder ähnliches. Da müsste mir aber jemand was vorlegen. Ist der Pfiffi nicht auch auf dem Lunger? Video nicht verfügbar. Dieses Video ist privat. Ein toller Hanswurst. Ah. Dass es sowas noch gibt. Mei. Tja.
Ich habe eine Idee. Wir gucken heute noch in die Garage und tun heute noch aufräumen. Das sehe ich aus. Am Abend. Ja? Ja. Abends werden die voll fleißig. Genau. Ja. Hat man uns immer gesagt, wenn wir am Abend zum Schrauben angefangen haben. Wenn wir tagsüber keine Zeit gehabt haben. Also gestern ist es mal hervorragend gelaufen. Aber ich muss definitiv nochmal Ohrringe wechseln. Ja. Von der Ansaugstutzel unten zum Zylinderkopf. Also da zieht sie definitiv immer noch Falschluft. Diese Fliege. Da hatte ich aber in dem Video, was ich, gemacht hatte, auch schon gesagt, die neuen Gummis, die kommen mir immer etwas, oder kommen mir etwas dünner vor. Tja. Das heißt aber nicht, dass ich heute noch was mache. Alter Bär wieder. Oh. Also die letzte Schraubaktion am Moped hat Wunder bewirkt, sag ich ja mal. Tja. Ich mache auch nichts mehr. Ja. Unglaublich, unglaublich. Tjo. Naja. Wir machen jetzt auch nichts mehr. Nö. Mal ein bisschen Serien gucken vielleicht noch. Mal gucken. Irgendwas werden wir schon finden. Ja, ich werde mir definitiv noch die Ohrringe original bestellen von Yamaha. Weil irgendwie war das Müll. Und halt nochmal Vergaser runterreißen, schnell die Stutzel runter machen. Neue Ohrringe rein und wieder zusammenbauen. Ich hab's ja mittlerweile in einer Stunde oder in zwei. Ja. Ja, und der scheiß Biosprit, ganz genau. Wimmelbildkanal, ich wünsche dir noch einen guten, lass das schmecken und gutes Nächtle, ja? Ja, der scheiß Ethanolanteil im Sprit. Es ist nicht ganz so lustig. Der sorgt auch dafür, dass die Tanks rosten. Ja, mittlerweile habe ich ja Übung da drin, die Vergaser runterzureißen vom Moped. Ja, glaube ich auch. Ja, definitiv. Definitiv habe ich da mittlerweile Übung drin. Ah, aber hilft ja nichts. Oh. Aber ich bin ja noch froh, dass ich in der letzten Runde dann noch abgesprüht habe mit Bremsenreiniger. Und da habe ich dann eben festgestellt, dass er da noch Falschluft zieht. Naja, muss ich halt nochmal ran. Gut. Ja. Dieselpest. Hey Bibo, hallo, leider schon spät, aber besser spät als zu spät. Ja, so könnte man es auch sagen. Und ich muss jetzt eine Theorie austesten. Die muss ich jetzt einfach austesten. So.
hock dich mal hier rüber. Hock dich mal daher. Oh je. Was willst du von mir jetzt? Ja, was denn? Jetzt schauen wir mal, ob sie wieder so viel schreiben, wenn ich weg bin. Boah, willst du mich hin? Und, geht's schon wieder los? Nein, noch nicht. Kaum. Du grinst aber so. Schreiben sie, wie blöd? Nein. Kaum bin ich weg, schreiben sie. Sie sind ganz lieb und ganz ruhig heute. Ganz ruhig? Ganz ruhig, ja. Und bestimmt wieder irgendwie. Nein. Aha. Ja, aber nicht so viel Platz hier. Leider. Frittenöl fahren, oder? Ist doch vielleicht gesünder. Oh je. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ein Bulldog mit Frittenöl fahren. Befahren. Ja. Salamin. Wollen wir ein bisschen spazieren gehen nachher? Nein. Was? Nein? Nein, warum? Weiß ich nicht. Ein bisschen Bewegung. Hast du irgendwie Bewegungsdrang auf einmal? Ja. Wo wollen Sie denn hin? Laufen zur Garage, du mal aufräumen. Ja, genau. Was kriegt ihr als nächstes, das wissen wir noch nicht. Hängt ja meistens auch am Wetter dran. Und wo wir grillen. Guten Abend, Swan. Ich mache nichts. Oder wir schauen uns die Donau bei Nacht an. Was Wunderbar. Hältst du von der Idee? Genau. Nee, momentan noch nichts. Du nicht, er schon. Ja, natürlich, er. Wer sonst? Bei Frittenöl braucht eine Dieselheizung. Was denn los? Keine Innendisco heute? Nee. Ja, ich komme da oben sowieso nicht dran. Wo kommst du nicht dran? Eine Disco. Mäuse-Disco. Ach so, die haben wir heute mal wieder vergessen. Die mache ich bloß an, die Mäuse-Disco da oben, wenn es mal richtig gut geht. Ha! Swan ist da. Genauso nass wie am Tag. Ja, das stimmt. Ja, Bibo, den Platz haben wir aber nicht für einen zweiten Stuhl. Nein. Das stimmt. Was grillen wir als nächstes? Wissen wir noch nicht. Hab ich ja auch gesagt, das wissen wir noch wissen nicht. Wir noch nicht. Wissen und wir noch wo nicht. Und so. Ja. Ah, Swan, alles glatt gegangen heute. Wie läuft die Schrebergartensuche eigentlich? Ganz miserabel. Brauchst du eine Dieselheizung? Und auch bei Nacht ist es genauso nass wie am Tag. Ja. Eieieiei. Das stimmt. Jetzt haben wir es aber bald geschafft, das Stündle. Ja, war super im Kino und wir sind auch wieder gut zu Hause angekommen. Sehr schön, freut mich. Das ist schön. Eieieiei.
Huch. Boah, jetzt hat's verdammt wenig wieder mitgeschrieben. Ja. Wenn ein bisschen mehr geschrieben würde. Ist halt so. Über nette Sachen. Ja. Und in der Nacht kommen die Mücken an der Donau. Ja, mein Gott. Die paar Mückerle da. Die Muckerle. Das sind nicht paar, das sind Millionen Mücken, die da rumschwirren und nerven mich. Kann beim Laufen. Ja, die fressen eh bloß dich und lassen mich dann in Ruhe. Oh, ja. Oh. Nee, nee. Gestern haben wir auch richtig schön die Donau gesehen. Ist alles schön grün. Frische Quaken. Vögelgezwitscher, richtig schön gewesen gestern. Puh. Naja, aber ich denke, wir machen jetzt dann... Jetzt kommt der Utz. Servus zum Schluss. Eieieiei. Mann. Ja, natürlich. Ja, heute. Heute. Alles zerstochen. Ja, gleich. Nimmer lang. Ja. Maximal noch so 7 Minuten oder 8. Richtig. Weil viel zum Erzählen hat man ja heute nicht. Leider. Aber aufs übernächste Video könnt ihr euch dann freuen. Was habe ich? Oh, je. Jetzt bringe ich die Sachen weg. Ja, das nächste ist definitiv das Moped-Schraub-Video. Definitiv. Waschel die treulose Tomate meldet sich ja nicht. Ja. Eieieiei. Vielleicht klammert er sich immer noch um einen Putzkübel. Und ja, schläft. Kann ja leichter möglich sein. Der hält dann den sogenannten Kübelschlaf. Oh. Was kommt im übernächsten Video? Leckeres vom Grill. Und sabbert am Eimer, ja. Genau. Der schlabbert wahrscheinlich seinen Putzkübel ab.
Ich soll euch alle vom Chor grüßen, hat er gerade geschrieben. Ja, der ist tatsächlich auf dem 4MC, also Motorradclubs feiern Geburtstag. Und da ist er dabei, mittendrin. Jo, kann ich mir gut vorstellen. Ja, Holger, eins kann ich noch verraten, da wurde sogar noch der Smoker angeworfen. Ja. Grill und Smoker. Das stimmt. Und es war so lecker. Weiß auch. Ja. Oh, der andere war total überrascht, was ich da gezaubert habe. Ja, das war ein netter. Das war letzte Woche Samstag, gell? Mhm. Ja, das war ein schöner Tag. Schöner, lustiger Tag wieder, ja. Ja. 6.4. Ja, das war letztes Wochenende. Ja. Das war letztes Wochenende. Doch, genauso schaut's aus. Ich habe so eine Sauklaue, ich brauche meine Brille, um zu lesen. Wir morgen ein Video dazu zum morgigen Essen. Pierprob, schönen Abend noch. Schauen wir mal, diskutieren wir noch aus. Richtig. Dann schreib halt Grüße. Nö. Nö. Ah. So. Bär, ich wünsche dir was. Ja. Ich gucke auf alle Fälle, dass ich wenigstens noch für das Wochenende, für morgen noch das Moped-Video fertig bearbeite. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen was zum Angucken oder zumindest ein Teil, weil die Videos werden ja nicht so arg angeschaut. Aber immerhin, ja. Es kann nicht jeder alles anschauen und mögen. So ist es. Und mein Kanal ist und bleibt halt ein Mischkanal. Jo. Genau. Alles rund um Grill-Junkie. Sozusagen. Das stimmt. Ja. Was er macht, was er tut, was er nicht tut. Genau. Jo. Ja Leute, dann würde ich mal sagen, definitiv, wir machen jetzt Feierabend. Wir haben ein ganzes Stündchen jetzt geschafft. Ja. Unglaublich. Also gestern war ich wirklich nicht gut drauf, aber heute ein bisschen besser. Ist ja kein Wunder, ich habe davor noch eine Ibo gefressen. Gut, gell? Ja.
Die wirkt manchmal Wunder. Und nach der Ibo hatte ich mich noch eine Dreiviertelstunde hingelegt. Nur damit ich für den Livestream fit bin, dass ich das heute durchstehe. Jo. Ja, Hobbyschmied. Ja. Werbung an allen Ecken und Enden, Eigenwerbung, nur dass es Zeug verkaufen können, ihr ganzes Graffel, kann ich alles schon lange nicht mehr sehen. Nee. Jo. Genau. Gut. Jetzt überlegen wir uns auf alle Fälle, ob wir morgen zu unserem morgigen Essen ein Video dazu machen. Könnte vielleicht eins wert sein. Aber das müssen wir noch entscheiden. Das wissen wir noch nicht. Wollt ihr ein schönes Burger-Video sehen? Habe ich jetzt was verraten? Nee, gell? Kleiner Teufel, du, ey. Ich bin kein Teufel. Ich weiß von nix. Ja. Ich weiß von gar nix. Da schreibt der keiner. Will keiner sehen. Das glaubst du wohl. Ich geh ab hier. Psst. Das ist nie verkehrt. Bürger gehen immer. Ja, natürlich. Aber was wir genau machen, verraten wir nicht. Das haben wir noch keine genaue Vorstellung. Deine Vorstellung. Zwei Varianten haben wir ja gesagt. Entweder das eine Ding austesten normal jetzt oder das mit den anderen Zeug das machen. Ja, das diskutieren wir noch aus in Ruhe. Okay? Ich habe Recht und Gutes. Das hättest du wohl gerne recht. Ja. Ja, Leute, dann machen wir jetzt Feierabend. Schauen wir mal, ob wir morgen ein Video machen. Mal gucken. Da können wir auf alle Fälle dann am Abend berichten, ob wir eins gemacht haben oder nicht. Jo. Tschüss. In dem Sinne, kurz Nächtle. Und gut zur Decke, ihr wisst schon, die Fliegen und so, gell? Und die Mücken und so. Mhm. Ich fange schon an zu nerven. Ja. Jo. Dann würde ich mal sagen. Morgen Abend um 19.30 Uhr. Ganz genau. So wie immer. Sonntags. Ja, Salaamin 19.30 Uhr. Ja. Und nicht wieder erst um 8 Uhr. Weil da haben wir dann wahrscheinlich schon wieder Feierabend gemacht. Also, in dem Sinne, tschüss. Bis morgen, Tschaikowski.